Hallöchen Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play King's Quest. Wir sind, ich glaube mal, relativ am Ende von Kapitel 1. Ich habe mir nämlich die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Folge das war, auf jeden Fall eine der letzten Folgen habe ich mir nochmal angeschaut. Und da ist mir aufgefallen, dass dieses eine Horn bei der schwebenden Insel genauso aussieht wie das hier von Olfi. Und ich habe auch noch selbst nochmal nachgeguckt. Die haben ja noch gesagt, dass wir jetzt alle von den, also alle verschiedenen Mundstücke, ja, wo gehst du denn hin? Alle verschiedenen Mundstücke haben. Es ist mal wieder eine neue Aufnahmesession. Ich muss mal ganz kurz noch schauen. Genau, wir haben immer noch das Porträt von Whisper. Ich weiß immer noch nicht, was wir damit machen. Ein Auge, das Money mir gab. Keine Ahnung, für was ich das noch gebrauchen kann. Mein einziges Geld, ja, das ist klar. Ich drück doch gar nicht. So, Mundstück von Pilar. Genau. Waddles. So, das da, das kann man da einsetzen, genau. Was ich damit machen soll, weiß ich immer noch nicht. So, und das ist jetzt das hier, ne? Irgendwie spinnt mein Controller ein bisschen. So. Wir gehen dazu auf jeden Fall zur schwimmenden Insel und mal schauen, ob das dann schon direkt anfängt. Ja, das habe ich weggemacht, ne? Habe ich eigentlich den Stab noch? Ich habe den Stab gar nicht mehr. Dieser Obstpflücker. Was ist denn mit dem passiert? Konnte ich den nur einmal verwenden? So, jetzt sind wir endlich hier. Das hier sieht genauso aus wie das von... Super. Woher kennst du den eigentlich? So, hier haben wir ja nur das von Pilar ausprobiert, ne? Wir brauchen aber das von Olfi. Sehr gut. Olfi will dir helfen. Super. So, da haben wir da wieder, aber da hinten ist auch noch irgendwas. Kann ich da vorbei? Ja. Da ist das von Waddles. Okay, hier geht's hoch. Da will ich ja nicht hoch. Was haben wir hier? Hier ist das von Pilar. Wie bringt mich da hinten hin? Weißt du was, dann mache ich das doch einfach mal. Ich war gerade dabei, eine Glasese zu genießen. Aber no, das ist natürlich viel wichtiger. Ja. So, was ist das denn hier? Komm ich auch schon wieder nicht lang. Überall arbeiten hier. Na gut. Aber wie komme ich da hinten hin? Da muss ich. Okay, ich glaube, da darf ich jetzt noch nicht hin. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Hallöchen, Sirs, mit wem soll ich reden? Mit dir. Bist du bereit? Wie lauten die Regeln? Wie lauten die Regeln? Die Regeln sind einfach, ausnahmsweise. Bleib trocken und du gewinnst. Okay. Also ich darf nicht runterfallen. Na los, ich bin bereit. In Ordnung, das Kraftduell kann beginnen. Brauche ich dazu nicht irgendwie was? Ich kann das doch unmöglich schaffen. Schön, dass wir das wie Edelmänner regeln. Oh Gott. Wenn es vorbei ist. Ja, das wird schon mal nix hier. Kann ich irgendwie vielleicht weglaufen? Nee. Der Eichhörnchen-Nation einen Schritt näher. Ja, was ist das denn? Was? Wer war das denn, Money? An, Madeline. Alles, was das Licht berührt, wird dir gehören. Was machst du da? Der Anblick des Sieges. Nicht mein Spruch, aber Acorn schafft das. Sir, Acorn, hallo. Was sagst du der Prinzessin? Hallo, kann ich das mitnehmen? So ein Quatsch. Was soll ich denn hier tun? Ich hab... Weißt du, Madeline, es war recht unhöflich, das Floß für dich allein zu nehmen. Gibt's hier zufällig Walnussstrudel? Warte mal, vielleicht... Keine Sorge, Madeline. Erlebt unser Geheimnis nie.
Ah. Warte, nein. Sir, was ist denn los? Ah. Sagte, niemand soll sehen, wo der Faden hinführt. Muss ich das? Vorsicht, Vorsicht, du verhedderst ihn noch. Und was mache ich denn hier? Mann, das hättest du nicht tun sollen. Du kannst mich nicht fangen wie ein Wolf. Dieser Strick fängt nur Witze, keine Acorns. Warte, ich muss es nur ein... Okay, warte. Lassen wir den Quatsch und werfen uns einfach wieder ins Wasser. Du fliegst nicht ins Wasser, pass auf. Ach, verdammt, meine Strickfallen sind verheddert. Ah, hä? Wie gut, dass ich mit den bunten Stricken nur Wölfe fange. Was machst du denn da? Machen wir eine Pause vom Kraftduell und helfen wir Acorn dabei, den Strick des Todes einzusammeln. Solange wir nicht straucheln, kommt er an unser Geheimnis nicht heran. So. Ich stolper doch nicht über meine eigene Falle, Junge. Was macht er da? Wenn wir das Tempo halten, kann er das nicht schnell genug entwirren. Oh, so viele Knoten. Aha! Und jetzt? Mitkommen! Meine Fallenstricke! Was machst du denn da? Spargeltanzer! Und ist schon wieder! Achtung da! Jetzt habe ich mitgenommen! Jetzt hänge ich da. Warte mal. Kann. Ich habe auch mal einen. Jetzt bin ich hier bei Wallace. Betrüger. Nicht Betrüger. Nächste Runde. Nicht schon wieder. Doch, schon wieder. Es wird ihm nicht gefallen, wohin der Strick führt. Was machst du denn da? Näher, Prinzessin Madeline, tu doch was! Ich komm näher? Wo komm ich denn näher? Mach das nochmal und du wächst den Stier! Kann ich das nicht direkt hier machen? Ich nutze den Strick, um den Stier in mir zu erzählen! Okay, zweimal hast du mich erwischt! Ja, zweimal! Schön mitkommen! Mitkommen! Jetzt kommt das rote Seil. Super. Nicht schon wieder. Ach komm, dann bringt doch hier gar nichts. Wie schön, dass du mich immer mit dem Teil hier rumwirfst. Sag mal, wie blöd muss man sein? Wer ist das denn jetzt, Wallace? Wie bitte? So. Er ist ein Betrüger. Aber nicht nach Addendum 4934. So geht das, Graham. Super. Ich verschnüre mein Geheimnis nicht ohne Grund. Oh, jetzt wird es finster. Warte. Okay, schön. Mein Geheimnis ist gefährlich. Na komm schon. Ruiniert alles. Was? Oh nee, jetzt. Okay, dann halt hier. Öffne nicht die Büchse der Pandora. Wenn du es schon lachhaft findest, ein Eichhörnchen am Bauch zu haben, schmeckt das Ende dieses Seils dir auch. Ah, das ist ja nicht wahr. Dieses Band zu entknoten wird einen Dämonen auf Daventry hetzen. Ah, wirklich? Hä? Der Trotzdeck-Dämon, der jahrelang Feuer und Schwefel regnen lässt. Du weißt uns dem Untergang. Das hier ist gleich dein Untergang. Mein Bauch birgt düstere Geheimnisse. Hä? Vorsicht, nur nicht stolpern. Das stolpern. So, was ist denn hier los? Bitte nehmen Sie Ihren nächsten Faden hier. Nein, der Trotzdeck-Dämon. Hä? Was ist das denn? Psst. Jetzt ist es Zeit für Lachen und Scherzen.
Oh Gott. Nein, stopp! Das macht es nur noch schlimmer! Sir? Ach Gott, da geht er noch. Wie läuft denn der hier? Nee, 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 nee. Ey! Ich hab sie trotzdem. Oh nee! Alles klar. Ich wollte nur kurz ins Inventar gucken. Oh, da kommt er jetzt schon wieder mit dem Baum. Was muss ich da denn tun? Hier, nehmt sie zurück! Ah, gegen... Gib mir mein... Sie hängt an mir fest! Ah! Das war's mir! Komm mal hier! Madeline, knabber sie ab! Bam! Tut mir leider nicht leid! Ich hatte ja keine Ahnung! Halt zum Draufhauen! Und das auch noch! Oh ne, was ist das jetzt? Ich wusste, du schaffst es. Mit Hilfe einiger Trolle und von Manny besiegte ich den Riesen und stellte seine Schwäche bloß. Warum? Was hat Manny denn gemacht? Ich war näher am Ritterstand, aber ich war nicht stolz darauf. Hallo! Hier unten! Wir bräuchten auch Hilfe! Ja, ja, gleich hier lang! Das macht das Blatt. Also. Arret! Wir reichen die Befehle. Die Zeit ist gekommen. Wir Brücken machen nicht mehr den Rücken für undankbare Winzlinge krumm. Jetzt drehen wir das Rumtrampeln um. Weg hier! Weg komm, hier! Komm zurück, Spitzstiefel! Nein! Ich lüfte dich. Stopp! Das verursacht nur einen Haufen unnötigen Papierkram. Wartet auf Olfi, Leute! Ja gut, und so haben wir Territories Insel kaputt gemacht. So, ich denke mal nicht, dass der jetzt wieder kommt. So, aber was kann ich jetzt tun? Wir haben die Socke jetzt, ne? Genau, hier. Acorns gestrickte Socke. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen zum nächsten Turnier. Aber da brauchen wir ja ein Ross. Unser Ross, das ist hier oben. Genau da. Moment mal. Da hat doch der auch gesessen, oder? Ja, natürlich. Das war doch dem seine Falle. Um sich seinen Wolf da zu schnappen. Den hat er ja auch. Genau, jetzt muss ich hier wieder durch. Hier wollte ich ja auch das letzte Mal noch hin, genau. Weil ich dachte, hier wäre noch so ein Horn. So, aber da ist keins. Da laufen immer noch die zwei Idioten rum, super. So. Kann ich den denn vielleicht jetzt... Ne, der muss doch irgendwie hier sein. Ah, da bist du ja! Sir? Geht das nicht? Das
lass mich in Ruhe. Nee. Ich muss was fragen. Ich muss was fragen. Was? Du besitzt die Frechheit, mich um etwas zu bitten? Du wirst gleich um dein Leben betteln. Ich könnte eure Kraft da drüben gebrauchen. Wir sind keine Freunde. Viel Spaß mit der Socke. Verschwinde! Hey, Großer. Lust zu plaudern? Oh, hau ab! Du hast genug Schaden angerichtet. Ich verdünnisiere mich. Einen dicken Witz? Du bist so ätzend. Meine Socke. Ich dachte, sie wäre hin. Also, ich wollte mich aufrichtig für vorhin entschuldigen. Die Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen. Sagen wir ziemlich. Ich hätte nicht ausrasten dürfen. Alle sehen in mir den starken Mann. Dabei liebe ich Handarbeiten. Ich bin nur wegen meiner Eltern hier. Ihr macht echt gute Handarbeit. Wirklich. Bisher hat noch keiner meine Arbeit gelobt. Naja, außer den Eichhörnchen. Danke, Graham. Das bedeutet mir viel. Oh, gern geschehen. Falls ihr sie mal verkaufen wollt, kann ich vielleicht eine Goldmünze locker machen. Quatsch, das sind doch nur Socken. Hier, nimm sie. Sie sind hier sicher etwas zu groß, aber du könntest sie wie Schuhüberzieher tragen. Wow, danke. Gern geschehen. Und für was brauche ich das jetzt? Ah, jetzt vielleicht. Akon, ich könnte eure Kraft gebrauchen, um Triumph runterzuholen. Er hängt in den Seilen. Tut mir leid, die Fallen waren nur für die Wetzel. Hey, warum hast du dann das... Oh. Du bist frei, mein kleiner Freund. Ja, den willst du bestimmt auch noch irgendwann haben. So. Triumph! Hey, Kumpel. War das Steak gut? Ich weiß ja, du bist gerade erst aus einem Baum gefallen, aber da findet ein Tempoduell statt und ich... Hätte ich auch nicht besser sagen Was können. Was ist okay. das? Ein Hamsterschwein irgendwas? Wie haben Sie denn jetzt hier verändert? Ich habe heute schon Merkwürdigeres gesehen. Ach, beachte uns gar nicht. Wir halten uns nur in Form. Es ist mein Tag. Mein Name ist Larry. Das ist Kyle. Graham. Wissen wir. Wir haben dich beobachtet. Wir finden, du hast Potenzial. Wir unterstützen dich. Danke. Keine Ursache. Wir sind für dich da. Wenn du uns brauchst, ruf einfach. So. Hey. Viel Glück bei den Duellen. Dankeschön. Ach so. Das Tempo-Duell. Im Moment rast nur mein Herz. Wie sollte ich aus dieser Nummer wieder rauskommen? Das. Ach Gott. Kann der irgendwie schneller? Nee. Kann ich da drüber eigentlich? Ich will es gar nicht erst austesten. Ja, guck mal da. Was ist das denn? Guck mal, wie weit vorne der ist. Ich sehe nichts mehr. Pack den Schwabbel da weg. Kann ich nicht irgendwie... Was macht ihr denn da? Weiter geht's. Hä? Ach Gott. Zuerst, was macht ihr denn da? Das habt ihr für den noch ganz sicherlich auch nicht gemacht. Dass das Vieh überhaupt springen kann. Was macht ihr? Ja, super. Was? Ja, wo kommst du denn plötzlich her? Ey! Whisper fliegt gleich von seinem Pferd. Tschüssi. Verdammt, ey. Bring doch da raus, du. Was machst du denn da? Wenn du dir nicht mal einmal meinen Namen gemerkt, was ist das für ein seltsames Pferd hier? Was ist das mir? Ach Gott. Nach links.
Soll ich den jetzt dagegen locken, oder? Ne, das geht... Ach, super. Was soll das denn? Wir müssen es ihm zeigen. Ja, super. Geh lieber da weg. Was versuchst du da für Tricks? Ich wette, ihr gewinnt das Rennen nicht. Was? Hä? Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Whisper schafft das. Endlich zeigte sich das Elfenbeinmonster und Fletcher. Was? Hey, Whisper schafft das. Das denke ich nicht. Hey! Addendum 2.5 besagt noch eine Runde. Dankeschön. Ach komm schon, was soll denn das hier? Hop, 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 hop. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Rückwärts! Was? Hey, Whisper schafft das! Oh, fährst du denn rückwärts? Rennen nicht. Auf euren Händen stehend. Was? Hey, Whisper schafft das. Ach komm schon. Whisper. Ich wette, ihr gewinnt nicht. Rückwärts. Whisper schafft das. Ach so. Addendum 2.5 besagt noch ein. Ach komm schon. Hä? Ich hab... Hopp, hopp, hoppel, die hopp. Ja, der hopp, der Hase hoppelt vom Berg hinab. Super. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Was? Hey, Whisper schafft das. Die Flammen loderten vor meinen Augen. Hey, Kai, wollt ihr wirklich so euren freien Tag verbringen? Ja. Hey, Whisper! Was versuchst du da für Tricks? Ich wette, ihr gewinnt das Rennen nicht. Rückwärts! Was? Hey, Whisper schafft das! Aha! Das ist doch nicht wahr! Ich dachte, der knallt jetzt dagegen. Ich wette, ihr gewinnt nicht. Ah, warte! Ja. Whisper schafft das. Jetzt, warte, jetzt hab ich's. Ach komm, langsam reiß mich hier mal mit dir. Okay. Okay, ja, mach hier. Hopp, 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 hopp. Und hepp, genau. Hopp, hopp, hopp und hepp. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Warte. Auf euren Händen stehend. Whisper schafft das. Super! Whisper bereut seine Entscheidung. Sehr gut, Rap! Das war nicht alles, der steckt doch wieder auf. Ey! Okay. Jetzt dann vielleicht rückwärts. Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht! Rückwärts! Whisper schafft das! So, jetzt machen wir noch das letzte.
Wie läuft denn der? So. Ja, wie oft willst du das noch sagen? Da bin ich mir nicht so sicher. Sehr schön. Bitte erzählt uns eine Geschichte. So geht das, Graham. Meintest du, Graham? Super. Gut, Graham. Eigentlich ist das hier alles gar nicht fair. Wo rennt denn der jetzt hin? Meine Allianz mit Manny schien zu fruchten. Er besiegte Acorn problemlos im Tempoduell und Whisper im Kraftduell. Ich ging zur Arena, um im finalen Scharfsinnsduell gegen meinen Freund anzutreten. Jetzt ist er mal wieder hier. Was ist denn, Sir? Bitte keine Fragen. Ich weiß nicht, ob du jetzt muss ich dem doch auch bestimmt wieder irgendwas geben, wie bei dem anderen, oder? Aber was habe ich von dir bekommen? Super, du auch. Und du hast verloren. Aber alle denken das. Sogar Whispers Mama hat sie nach dem Rennen selbst gesagt. Ah ja, die ist doch hier nicht mal irgendwo. Die wohnt doch hier. Die kann doch nicht mal hier irgendwo wohnen. Oder ist das etwa die Alte da? Ja, okay, ich glaube, das bringt alles mit. Hab ich irgendwas dabei? Komm, ist gut jetzt. Was habe ich denn hier? Ja, da muss ich irgendwas geben. Auge wohl nicht. So ein eigenes Porträt. Oder ein Kuchen. Ich gebe mal so ein Porträt. Autogramm. Du bist noch Whispers Fan? Ich soll für immer dein Nachtschränkchen zieren. Tja, seine Fans enttäuscht man nicht. Hier, bitte. Für meinen Fan Graham. Ja? Such stets das Abenteuer, dein Whisper! Super. Danke, das habe ich gebraucht. Ah ja. Du kannst mir da jetzt bestimmt einen Frosch fangen. Ich bin ja zu langsam dafür, ne? Hat man ja jetzt gesehen. Ich habe meine treuen Rüsse nicht dabei. Ja? Hey, Whisper, könnt ihr mir helfen, einen Frosch zu fangen? Whisper schafft das! Diese Drachenhüpfer haben gegen Whisper keine Chance! Ja, super, dankeschön! Für einen Fan, Freund! Hehe, okay. Die Frösche kannst du allein fangen. So, jetzt kann ich nämlich zum Alten gehen. Kann dem noch die letzte Zutat geben. Das ist für seinen Frosch da und dann krieg ich ja diesen. Was war das? Zahnweißtrank oder so irgendwie hieß das. Keine Ahnung, für was ich das noch brauche. So, ihr seid alle zufrieden jetzt. Wenn ihr fertig seid, bringe ich euch einen leckeren Strudel. Dankeschön, den habe ich immer noch. Hallöchen. Ich habe was für euch. Aber bitte frisst das nicht wieder auf. Wo ist das? Hab ich das jetzt? Er erinnert mich an unseren Sohn. Dankeschön. Ja, gib schon her, Junge. Was ist das noch nicht weg? Genau das hat gefehlt. Hervorragend. Dank dir ist unser Zahnweißtrank jetzt fertig. Und versprochen ist versprochen. Hier ist eine Kostprobe. Brauchst du irgendwas in einer anderen Farbe, um aus der Masse hervorzustechen? Nutze es weise, Schatz. Da drin ist nur ein Dosis. Das ist natürlich nicht gut. So, aber ihr seid jetzt, denke ich mal, auch zufrieden, ne? Oder habt ihr noch irgendwas?
gefunden, wonach du gesucht hast? Jo. Ade. Möge dein Kopf gefüllt sein mit Wissen. Alles klar. Freunde, ich würde dann aber erstmal sagen, das war's dann von dieser Folge. In der nächsten Folge würde ich mal sagen... Ich brauche eine größere Backform. Mein Festtagskuchen ist zu klein. Amaya, könnt ihr eine schmieden? Ich denke mal nicht. Ja, Freunde, in der nächsten Folge... Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Vielleicht rede ich einfach mal wieder mit dem Gardisten da an der Tafel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall an irgendeinem Tisch, in irgendeinem Zimmer auf jeden Fall, in irgendeinem Haus, ich weiß noch nicht, hier kann es schon mal nicht sein. Ich weiß nicht, ich werde mal überlegen, bis zur nächsten Folge. Also seid gespannt auf die nächste Folge, King's Quest. Bis zum nächsten Mal, bis dann rein und ciao.